Glück auf und herzlich willkommen zum Kia Auto Talk im Kia Sportage. Rüdiger, heute das erste Spiel. Es geht los. Wir haben lange gewartet. Es geht los. Wie siehst du es? Du Fritz, du weißt ja, wie das ist. Erster Spieltag. Ja, das ist wie ein Würfelspiel. Ja. Hoffentlich kommen wir gut rein. Und wie man gesehen hat, Hamburg hat Köln geschlagen. Ja, da hat man schon einiges gesehen, wenn man auf junge Spieler geht, die da ins Tor reingestellt werden. Ja, du meinst den Torwart. Ja, und die gleich zwei Fehler machen und du verlierst sofort 2-1 zu Hause. Ja. Ich hoffe, dass dass Gerrits den richtigen Torwart ausgesucht hat. Und wir werden dann sehen. Ne? Ich denke schon. Torwartproblem hatten wir so richtig noch nie. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also Torwartprobleme haben wir noch nicht gehabt. Ich habe aber auch, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nicht ein Spiel gesehen von unserer Mannschaft. Ich habe also gestern nur das Interview von Gerrits gesehen, der gesagt hat, er ist sehr, sehr, sehr zufrieden, dass er eine gute Mannschaft zusammengekriegt oder dass Ben Manga ihm eine gute Mannschaft zusammengestellt hat. Ist okay, wenn er damit zufrieden ist. Jetzt müssen Sie sich beweisen. Ich habe mir das ein oder andere Testspiel angeguckt, aber du hast das richtig gemacht. Du gehst ganz frisch rein. Ich habe Testspiele gesehen mit Licht und Schatten. Ich habe gedacht, naja, gut, aber heute ist der Tag der Tage. Heute beginnt es und heute müssen die Leistung bringen von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Und ich möchte ganz einfach, dass unsere Mannschaft als Sieger vom Platz geht. Ja, wie du immer sagst, und wenn er mit Beißen und Kratzen. Ja, aber dann Beißen und Kratzen am ersten Spiel. Ich glaube einfach, dass wir Fußball spielen wollen. Das hat ja Gerrits auch gesagt, er will Fußball spielen, er will gezielten Fußball spielen. Ja gut, das werden wir uns anschauen. Ich würde das auch gerne sehen. Ja. Ja, ich habe außerdem nicht immer Lust, dass man so Krampfspiele sieht, sondern dass man Fußballspiele sieht. Und ich wäre froh, wenn wir heute hier gegen Braunschweig sofort einen Sieg holen würden, dass wir sofort gut reinkommen. Und einen spielerischen Sieg. Ich bin ja, heiß. Ja, spielerischen heiß. Sieg, wir sind alle heiß. Ja, ich bin auch heiß. Deswegen, ich bin da so ganz unkritisch, sage ich mal. Ich habe mir echt extra gar nichts angeguckt. Weder weiß ich, wer da so gekommen ist, noch sonst was. Wir haben ja da viele Spieler geholt, die hier Ben Manga geholt hat, sagen wir mal. Aber ich kenne den einen oder anderen nicht, außer die, die jetzt in der Bundesliga gespielt haben, schon in der zweiten Liga. Die Ausländer habe ich mir jetzt noch gar nicht angeguckt. Also in Schalke haben sie eine Chance, sich zu zeigen. Und wenn sie schlau sind, zeigen sie sich. Vor allen Dingen in der Arena. Das werden wir sehen, Fritz. Ja. Also immer wieder so ist im Fußball. Ja, man fängt bei Null an. Ja. Und ich würde mich natürlich freuen, weil wir haben immer 60.000 im Stadion. Ich hoffe, dass die Jungs sich nicht in die Hose machen. Bei 60.000, das ist der ein oder andere gar nicht gewohnt. Ja, 60.000 hier im Stadion. Unsere Fans sind natürlich heiß und die werden die anfeuern bis zum Schluss. Und ich hoffe, dass der ein oder andere die Nerven behält. Das ist gar nicht so einfach im Stadion bei 60.000. Und wenn man da ein, zwei Fehlpässe macht, dann fängt man an zu flattern. Aber ich hoffe nicht. Wir sind 20.30 Uhr fängt das Spiel an. 90 Minuten später sind wir schlauer. Dann werden wir uns nochmal unterhalten. Vor allem am Montag wirst du und der Klaus das analysieren. Ich bin gespannt, wer sich gut schlägt, wer nicht gut ist. Ja, das werden wir sehen. Also ich bin ganz froh. Ich habe mir auch weder andere Sendungen angeguckt, die über Schalke schon geredet haben. Du bist also ganz jungfräulich. Ich bin ganz jungfräulich und freue mich schon aufs Spiel. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, Glück auf, viel Spaß, Jungs. Und hoffentlich auf einen Sieg. Ne? Nur der S04. Nur der S04. Ciao.